Wir haben den zweiten Antrieb freigeschaltet oder ausgeschaltet, sagen wir mal so. Und sollten uns jetzt hier problemlos bewegen können. Dann können wir uns erstmal auf den Weg zur letzten Forschungsstation machen und danach zum Antrieb dann. So, wo haben wir denn unseren Marco geparkt? Ich glaube da vorne. Ja, wir sind jetzt natürlich nicht allzu schnell unterwegs, ja? Nee. Ach, da drüben! Ha! Doch so weit weg. So ein Ärger. Nun gut, dann, ich würde jetzt gerne auf die Karte gucken während des Laufens, aber das geht leider nicht. Dann schwingen wir uns mal wieder in unser kleines Gefährt. Und weiter geht's. So, wir sind hier. Wir müssen, da drüben ist der Fusionsantrieb. Ich würde sagen, wir machen erstmal dahinter zur Forschungsstation. Einfach, weil natürlich der Fusionsantrieb unser Hauptziel ist. Und ich nicht weiß, inwiefern danach noch dann es weitergeht. Ich sehe gerade, unser Marco hat sich wieder repariert. Wie praktisch. Und die Räder, die werden nicht mehr rot angezeigt. Dann können wir uns ja wieder voll ins Gefecht stürzen jetzt. Das ist schon geil hier. Gefällt mir schon sehr. So. Dann fahren wir jetzt bestimmt direkt an dem Fusionsantrieb vorbei. Wir können ja auch schon mal die Geschütztürme dabei wegräumen, die da noch im Weg sind. Aber rein will ich halt noch nicht. Gut, jetzt mache halt auf da drüben. Na, willst du wohl? Komm schon, mach dein Brett auf, da geht doch. So, du sahst dann den ersten. Der zweite ist. Wo ist er denn? Ich glaube, der ist hinter dem Hügel. Soll mir recht sein, die da drüben haben sich noch nicht geöffnet, das ist in Ordnung. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier vorne? Ah, okay. Sind wir näher dran, als ich dachte. Komm, mach auf. Ah, ich muss jetzt nicht, ob nach vorne oder hinten flüchten. Wie jetzt? Der macht wieder sein Schild hoch. Was ist das denn? Komm, du feige Sau. Zeig dich. So. Das erledigt für dich. Und ihr so hier drüben? Hallo? Stellt euch zum Kampf. Ihr feigen Geschütztürme. Oh. Oh. Das habe ich nicht kommen sehen da drüben von der Seite. So. Gut, wir kriegen jetzt natürlich ein bisschen was ab, aber hey, was soll's. Ich glaube. Der Marco, der hält genug aus, dass uns das nicht so sehr kümmern muss jetzt dabei. Ein Gegner ist noch. Ein gegnerisches Geschütz. Aber das kriegen wir auch ohne Probleme hin. Oh. Zumindest wenn wir drauf schießen und nicht vorbei. So, dann lassen wir das aber erstmal gerade außen vor und fahren schnell zur Forschungsstation hinter. Das ist ja nicht so weit weg gewesen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das sollte ja auch relativ schnell gehen. Viele Lichteinfälle hier, muss ich sagen. Das rote Licht, das ist schon ziemlich stilvoll hier. Na gut. Wir sind bei der letzten Forschungsstation. Ich habe keine große Hoffnung, dass hier noch jemand am Leben ist. Aber hey, wer weiß. Immerhin liegt schon mal keiner davor herum. Aber es ist auch sonst keiner da. Dechiffrierung Fähigkeit zu gering, natürlich. Irgendwie ist das hier Standard. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2, protokolliert vom Forschungsleiter R. Montoya. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Ich werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde der Sache nachgehen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. What? What the fuck? Lass mich mal hier durchgehen. Ah, die Abwehrdrohne. Okay, vielleicht sollten wir mal Rex zum Blutbad einladen. Oder Garrus zur Sabotage. Oh, ist Garrus zur Sabotage. Wen hast du denn gerade? Ich will hier bitte.
Den sollst du machen. Was haben wir denn noch so? So. Und dann hat sich das auch schon. Haben wir noch mehr? Oh ja. So, wieso kann ich denn... Ach, jetzt ist Garrus tot, deshalb kann ich bei ihm nicht mehr. So, einmal... Ja, machen wir hier Warp und wir machen den Overkill. So, das war's für den. Und hier drüben muss noch einer sein. Oben? Irgendwo? Irgendwo ist noch einer. Hm. Ich weiß es nicht. Wo ist denn der? Da wird mir doch einer auf dem Radar angezeigt, hier drüben. Ah! Sehr gut, sehr gut. Grandios. So. Mal auf die ruppige Art und Weise hatten wir schon wieder ein Level Up, hatten wir. Okay. Ich würde sagen, ich mache es nochmal so. Einen auf die Kampfpanzerung. Was haben wir denn hier? Schwere Panzerung ausstatten. Oh, ich gehe nochmal auf die Kampfpanzerung. Dann können wir gleich mit dem nächsten Level Up dann die schweren Panzerungen ausstatten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Und es ist auch nicht schlecht, wenn wir wirklich ein bisschen Abwehr hier noch dazu kriegen. Fußabdrücke. Undeutliche Fußabdrücke im Staub führen nach Osten. Osten ist... Wo schauen wir denn hin? Ich glaube, da sollte Osten sein, oder? Es ist so schwierig zu erkennen auf dem Radar. Aber ich glaube schon... Ja, ach ja, unten haben wir den Pfeil dran, sehe ich gerade. Dem Pfeil, der nach Norden zeigt. Ich glaube, wir nehmen den Marco mit. Das macht sich vielleicht besser. Wir fahren einfach nach Osten, statt nach Osten zu laufen. So. Wenn hier irgendjemand rumliegt oder rumläuft, sollten wir es ja trotzdem sehen. Ah, shit, da ist er. Ja, so ein Ärger. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batarianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte sich nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Ja, dann nehmen wir die mit, natürlich. Sehr gut. Okay. Damit hat sich dann geklärt, dass wirklich alle Forschungsmitglieder tot sind. Ich möchte den Zielort rausnehmen, sehr gut. Und dann bleibt eigentlich nur noch hier unten der Fusionsantrieb. Hauptanlage? Was ist denn an der Hauptanlage? Ach, da müssen wir dann die letzte retten wahrscheinlich, ne? Gut, dann machen wir uns aber erstmal auf den Weg zum Fusionsantrieb. Und schalten das letzte Triebwerk ab, bevor wir dann an der Hauptanlage noch den batterianischen Chef platt machen und dann... Sollten wir den Asteroiden soweit gerettet haben und die dazugehörige Menschenkolonie und die da. Es gibt auch keinen richtig zusammenhängenden Kontinent, ne? Es sind ganz viele Inseln, wie es scheint. So, ich hoffe mal, hier gibt es nicht wieder diese hässlichen Raketendrohnen. Die waren nicht so schön, muss ich sagen. Achso, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben. Forschungsanlage. Wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, ich mach trotzdem mal so. Forschungsstation 2 war das, ne? Forschungsstation. Ich schreibe mal ganz im Norden. Im Norden. Mensch, 4 Kisten, die wir nicht öffnen konnten. So ein Ärger. Da muss ich unbedingt nach der Aufnahmesession nochmal hingehen. Vielleicht gibt's da was für uns zu holen. Und wenn es nur was ist, um ein bisschen Geld zu machen, das ist auch schon in Ordnung. So, was haben wir denn da so? Ich würde sagen, schieß mal darauf. Oh, ich hab gar nicht gewusst, dass ich noch die Pumpgun draußen habe. Ist aber okay gerade, muss ich sagen. Mir scheint es auch keine Raketendrohnen zu geben, das finde ich schon mal sehr angenehm. Lass die Waren frei. Ja, lass sie ruhig frei, das interessiert mich nicht. So gefährlich sind die Warren dann nur auch nicht. So, das war's für dich. Der ist so groß, den können wir direkt ins Sperrfeuer nehmen hier. Kein Ding. Das war's für dich. Und der Warren ist auch platt. Gut. Weiter geht's. Also wir sehen, es ist wirklich immer dieselbe Halle. Ich muss mich mal kurz kratzen.
wirklich immer dieselbe Halle, aber durch die Einrichtungen sind die ganz verschiedenartig aufgebaut letztendlich. So, hier ist keiner. Wir können ein Stück vorstoßen. Hier drüben. Ah, den können die anderen nicht mehr. Diese Eisdinger sind nicht so geil, muss ich sagen, zum Draufschießen. Also die hauen nicht so rein wie die Explosionsfässer. Beziehungsweise, die haben einfach nicht so einen großen Bereich, in dem sie wirken. So, schaut's an. Okay, haben wir das geklärt? Ich glaube, an Gegenständen werden wir nichts weiter finden, oder? Schauen wir mal kurz. Komm, jetzt sprint mal ein bisschen hier. Hallo? Kiste mit Granaten, immer gern. Leichte Dechiffrierung, sehr gut. Da haben wir mal wieder was, was wir öffnen können. Und das sollte ohne Probleme gehen. Wunderbar, nichts Besonderes drin, leider. Gut. Also eigentlich nicht so gut. In Ordnung, wir gehen nach oben und schalten das letzte Triebwerk ab. Ich glaube, das dürfte unseren batterianischen Chef da etwas sauer machen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er das nicht so geil finden wird. Da hinten ist gar nichts, auch in Ordnung. Gut, mittelschwere. Oh, wir können das machen, obwohl es mittelschwer ist. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr die Herausforderung suchen. Okay. Nein, verdammt. Ah, ärgerlich. Das war jetzt Mist. Nein! Euch hat es fast. Ah, ihr Schweine. Komm, das probieren wir nochmal. Das will ich hinkriegen. So, dann laden wir das mal kurz. Ah, ich hatte es doch fast. Ich hätte nur noch eins davon stoßen müssen. Oh, war das ärgerlich gerade. So, komm, geh durch. Mist, ich habe zu lange gewartet. Sorry, ich war gerade so drauf aus, auf der Stelle durchzugehen. Ich habe irgendwie nicht im Sinn gehabt, dass die so langsam dann durchwackeln. Also es ist dann schon ein Stück schwerer, man hat viel mehr Mist, viel mehr Gerümpel im Weg stehen einfach. Verdammte Scheiße. Ich krieg's gerade überhaupt nicht hin. Na geht doch. Immerhin ein gutes Scharfschützengewehr, ansonsten war das voll für den Popo gerade, dass wir das gemacht haben. Oh, wir haben auch so einiges mit eingesammelt von unseren Gegnern, wie es scheint. Ist in Ordnung. Gut, wir schauen mal kurz. Wir haben die Avenger 2, ist halt weniger Schüsse besitze damit, ist glaube ich nicht so schlimm, weil die Präzision eigentlich, also die niedrige Präzision führt eigentlich immer dazu, dass wir sowieso nicht bis ins Hitzelimit gehen können. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir mal auf die Avenger. Ah, die hat doch eine lustigere Farbe. So, hier haben wir schon Scimitar 3 drin. Ich schau mal kurz, ob wir hier irgendwas reinklatschen können, Munitionsupgrade. Panzerbrechen 3, sehr gut, rein damit. Auch wenn ich halt eigentlich das eher aufs Sturmgewehr legen sollte, weil ich ja mehr mit dem Sturmgewehr schieße. Aber hey, was soll's. Plus 12 Schaden, minus 20% Feuerrate, minus 20% Hitzeabsorption. Hm, weiß ich nicht. Kühlkörper, ja gut, Hitzeabsorption. Ich mach mal das, weil bei der Schrot ist es nicht so wichtig, dass wir jetzt so unglaublich viel Hitzeabsorption haben, finde ich. Kurz hier schauen. Phasenumgehung, Schildumgehung meine ich. 30% Schaden? Nee, das ist blöd. Machen wir mal hier die. Das muss gegen synthetische Ziele, ist auch Mist, ne? Lieber die Reise. Oder nee, das hier ist in Ordnung. So, dann gucken wir noch kurz hier. Halt, Quatsch. Da wollte ich schauen. Ob wir nicht für den Kühlkörper 1, da können wir zumindest Kühlkörper 2 reinklatschen. Aber Hitzeabsorption ist wie gesagt gar nicht so jetzt das Ding. Feuerrate will ich aber eigentlich nicht runterziehen. Wenn ich meinen Schaden um 12% erhöhe und die Feuerrate um 20% runternehme, das macht beim Sturmgewehr keinen Sinn, wenn ich meine Salve abfeuere. Da gehe ich lieber auf den Kühlkörper. So. Hier haben wir die Stinger 1 in der Hand. Gut, ist die beste, wie es scheint. Hier nehmen wir die Reaper 3. Granaten gibt es nichts auszuwählen, aber bei hier können wir doch was, ne? Sprengstoff 3, oh ja, das klingt gut. Nehmen wir das.
bei der Panzerung haben wir nichts zur Auswahl? Wie jetzt? Finde ich ein bisschen merkwürdig. So, Notfallinterface 2 haben wir schon drin. Schildregenerator. Ich sollte vielleicht mal bei den anderen ein bisschen was reinpacken, ne? Haben wir hier... Ach so, die Notfalldings, das war ja das, was ich gekauft habe. Plus 45 Schilde, plus 18% Schildregeneration. Auch so. Der Schockabsorber, Physiklimit. Ich mache mal hier Schildbatterie. Und bei Garrus vor allem auch, der geht immer so schnell zugrunde. Okay. Klatschen wir eben noch die Lancer 1 in der Hand. Komm, hier auch Avenger. Und irgendwas haben wir noch bestimmt noch für dich, oder? Machen wir bei dir mal den Kühlkörper 2 auch rein. Dazu noch ein bisschen chemisch werden. Chemisch ist immer gut. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht überall hier alles aus. Bei dem machen wir den Großkaliberlauf. Der kann ruhig mal richtig reinklatschen, wenn er will. Und den Reißer. In Ordnung. Passt so. Speichern. Deaktivieren. Ah, nimm doch mal diesen Mist weg hier überall. Ich bin in die falsche Richtung gegangen, glaube ich. Ah, Scheißdreck. Manchmal hat man auch einfach Pech, dass dann der ganze Kram einem wirklich genau im Weg steht. So wie es gerade eben war. Okay. Letzter Antrieb deaktiviert. Es kommt keine Meldung mehr. Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich zum Hauptquartier aufbrechen und schauen, dass wir... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt hieß. Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad gehen! Nicht? Okay, wenn du das sagst, ich speichere trotzdem mal. Sprechen wir mal mit dem Herrn. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen, oder wir können das friedliche. Ich kann beides. Ich wusste gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven einsammeln. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Nur doch. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Balak kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen, um unser Beiler willen. Balak wird bekommen, was er verdient hat. Und das werden Sie auch, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Alles klar soweit? Voll und ganz. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Gut, wir haben den Kampf umgangen. Wäre jetzt nicht das Problem gewesen, die zu töten. Aber wir sind ja die Guten. Und so haben wir die... Was war das gerade? Sicherheitsanlage? Gerade irgendwas angezeigt gekriegt? Ach, ich weiß es nicht. Ach, hier drüben. Ach, Sicherheitszelle. Ach so, hier steht irgendwo noch so eine Kryozelle rum, die wir zerschießen können. So haben wir den Kampf umgangen. Wir sind ja die Guten, deswegen müssen wir auch so viele Leben wie möglich retten. Und ist doch ganz nett. Sogar mal mit einem Batterianer friedlich eine Einigung erzielt. Warum nicht? Was haben wir denn hier drüben noch für ein Ausrufezeichen? Man weiß es nicht. Okay, vielleicht war es einfach bloß das, wo wir sowieso hin mussten, nur... Oh, das wollte ich gar nicht. Nur ein bisschen
verzerrt eben und bist an der falschen Stelle verrückt. Gareth geht's nicht so gut. Um den müsste ich mich mal kümmern. Aber irgendwie habe ich gerade gar nicht so das Bedürfnis. Ich weiß auch nicht. So, fahren wir einfach mal dahin und sehen mal, wie es läuft, ohne dass wir jetzt irgendwas noch machen. Gut, also das DLC ist halt auch nicht so groß. Es ist, glaube ich, auch wirklich das Einzige für den ersten Teil. Gerade im zweiten Teil wird es ganz anders aussehen. Und im dritten dann jetzt auch einige mehr. Da ist es wirklich ein ganzes Stück mehr an Geschichte, was man dann noch durch DLCs finden kann. Und ich glaube, ich habe alle. Ich habe eins noch nicht gespielt vom dritten Teil, ein DLC, aber ich glaube, ansonsten müsste ich alle besitzen. Das heißt, das wird später storytechnisch noch ein ganzes Stück geben, was wir uns da anschauen können in den Let's Plays hier von den Spielen. So, das war's für den. Wirklich jetzt mit beweglichen Zielen. Okay. Muss ich gerade mal ein bisschen konzentrieren, damit ich die auch treffe und mich gleichzeitig auch bewege. Damit ich nicht gerade voll in die Dinger reinsteuere von denen. So, den kriege ich noch klein. Wunderbar. Wir haben noch... Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich mache es bei dem... Natürlich, der hat schon in den Lauf gezielt, obwohl ich mich da gar nicht bewegt habe. So, ich wollte erstmal die Beweglichen weg haben. Ja, ja, ich komme ja schon zu dir. Weil die doch ein bisschen lästiger sind, finde ich, als die stationären Geschütze hier. Gut, haben wir das. Und dann schauen wir mal, was wir hier so in der Hauptanlage... Oh, das scheint ein bisschen größeres Modell zu sein, was wir hier so erreichen können. Gut, ist ja auch die Hauptanlage. Natürlich ist die ein bisschen größer. Los geht's.